Also der nächste Fall, der hier gleich besprochen wird, hat mit einem Hof in der Eifel zu tun. Eine der Betroffenen ist eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens. Es geht im weitesten Sinne um Tierschutz und um Menschen, die in diesem Umfeld nicht unbedingt Gutes und Richtiges leisten. Und es geht um Sonja Zietlow. Vor einem Jahr hat Sonja Zietlow den Hof an die vermeintliche Hundeexpertin verpachtet. Das Veterinäramt genehmigte den Betrieb eines Tierschutzhofes. Mehrfach war der Amtstierarzt anschließend vor Ort, aber nie im Haus. Der Hundetrainer Martin Rütter, ein Bekannter von Sonja Zietlow, kann das kaum glauben. Wenn ich mir ausmale, was das für ein Martyrium für die Hunde gewesen ist. Wir sehen nicht nur Kratzspuren an den Wänden, sondern da haben Hunde versucht, mit den Fangzähnen die Türen aufzubeißen. Da sind Löcher im Beton. Da ist knöchelhoch Kot in den Räumen gewesen. Der Geruch ist unerträglich. Das ist für Hunde wirklich richtiger Psychoterror. Ich ruhe nicht länger, bis hier bewiesen wird, dass das Tierquälerei ist. Die Tierschützerin soll inzwischen in Hessen sein. Der Dauner Amtstierarzt hat die Kollegen dort über den Fall informiert. Herzlich willkommen, Sonja Zietlow. Herzlich willkommen. Ja, diese Bilder sind deutschlandweit verteilt gewesen. Alle Zeitungen haben darüber berichtet, im Fernsehen wurde darüber gesprochen. Und ich hatte das große Glück, mit Sonja Zietlow vor ein paar Wochen im Auto eine längere Fahrt gemacht zu haben. Und da hat sie mir die ganze Geschichte erzählt. Und jetzt wollen Sie mir sie auch noch meinen Zuschauern erzählen. Sehr gerne, ja. Sonja, Sie sind nicht nur eine Tierschützerin, sondern eine Tierbeschützerin. Und darüber werden wir auch noch gleich sprechen. Und Sie waren, wie viele Prominente, auch mal auf Gut Eiderbichl. Und dort hat alles seinen Anfang genommen, wobei wir von vornherein betonen müssen, dass Gut Eiderbichl macht alles richtig. Soweit ich das beurteilen kann, Gut Eiderbichl alles richtig. Ich habe dort eben besagte Frau kennengelernt, weil ich sollte eine Patenschaft übernehmen für Marbelfüchse. Die wurden teilweise mal fälschlicherweise als Polarfüchse bezeichnet. Und da bin ich natürlich sofort dabei, weil ich bin ein Tierfan, ein Tierfreund und fand das ganz toll. Und diese Dame hat eben diese Füchse aufgezogen. Und da habe ich dann auch noch herausgefunden, dass sie diese besondere Rasse, die Border Collies, weil ich hatte damals auch einen Border Collie, dass sie sie rettet. Weil diese Hunde oft unterschätzt werden, weil sie sehr ausgelastet werden müssen und so weiter. Und so fand ich das einfach ganz toll, was sie macht. Weil für mich bedeutet das, wenn sich jemand für Tiere einsetzt, dass er natürlich auch was Gutes tut. Also da ist in meinem Kopf gar nicht überhaupt der Gedanke, dass man das vernachlässigen könnte oder die Hunde nicht mögen oder in dem Dreck überlassen. Also Sie haben eine tierbegeisterte Frau kennengelernt, der Sie vertraut haben. Ja. Die aber Ihnen auch vertraut hat, denn sie hat sie gleich angepumpt. Ja, Vertrauen würde ich jetzt mal im Nachhinein nicht sagen. Sie hat, denke ich mal, mich ausgenutzt. Gut, es gehören immer zwei dazu, man muss sich auch ausnutzen lassen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie ganz tolle Arbeit leistet. Sie ist auch eigentlich in vielen Sendungen, auch öffentlich-rechtlich, Privatfernsehen, als Tierfrau bekannt. Immer noch. Und sie rief mich an und war also völlig aufgelöst, dass sie nicht wüsste, wohin mit ihren Hunden, weil eine Hetzkampagne und weil der Freund sie anzeigen würde und so weiter und so weiter. Sie hätte aber schon ein Haus gefunden und ob ich jemanden kennen würde, der das irgendwie möglich machen könnte. Na, ich habe dann erstmal lange gesucht, naja, und dann habe ich mich selbst gefunden. Ja, und habe dann ein Haus in der Eifel gekauft, was wirklich ganz besonders eigentlich wirklich für dieses Vorhaben, für einen Mensch, der eine Liebe zu Hunden hat. Sie hatte damals 20 Hunde und hat halt ab und zu, so war es in meinem Kopf, Hunde gerettet und sie weiter vermittelt. Hatte aber auch Schafe, hat an den Schafen gearbeitet, also gehütet mit diesen Border Collies. Und ja, und ich dachte eigentlich, es wäre alles in Ordnung. Außer, dass sie natürlich am Anfang jetzt keine Miete gezahlt hat. Aber da habe ich gedacht, na ja, sie steckt wahrscheinlich alles in die Tiere. Ich bin echt ein bisschen bescheuert, ne? Aber gut. Ja, und dann, wie haben Sie dann auf einmal gemerkt, dass da das Chaos herrscht?
Ich wurde informiert per E-Mail, ob ich denn wüsste, dass da nicht alles so richtig läuft. Und da habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht. Aber ich wäre auch nicht Freund von diesen Hetzkampagnen, weil innerhalb des Tierschutzes, deswegen mag ich jetzt das Wort Tierschützer nicht so, weil das manchmal sehr, sehr rabiat ist. Innerhalb des Tierschutzes wird sehr viel gegeneinander geschossen. Und dann hat mir die Dame aber glaubhaft versichern können, dass da doch das eine oder andere nicht richtig ist. Zumal sie sogar eine Freundin von ihr sei und ihr auch wirklich helfen wollte, aber nicht an sie rankommt. Und dann habe ich sogar mit dem Amtsveterinär gesprochen und dann nahm alles seinen Lauf. Der Amtsveterinär meinte am Anfang noch, dass eigentlich alles okay sei. Dann habe ich aber einen Bekannten hingeschickt und der ist durch das Haus und daher stammen dann auch die Aufnahmen. Ja. Also totales Chaos, so als hätte ein Messi dort gelebt. Ja, es gibt ja sogenannte Hundemessis, die heißen Animal Hoarder. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt dieses Krankheitsbild in Anführungsstrichen auf diese Frau zutrifft, weil diese Animal Hoarder leben mit ihren Tieren in diesem verwahrlosten Haus. Das hat sie nicht getan. Sie hat die Hunde sich selbst überlassen, bis zu 70 Stück. Und 70 Hunde? Bis zu 70 Hunden, ja, genau. Die dort alleine waren? Ja, also... Die war dann einmal am Tag vielleicht war sie da, also da, das sind auch alles Mutmaßungen. Aber im Haus waren einige, draußen waren einige und im Haus sieht man auch an den Kratzspuren, an vor allen Dingen dem ganzen Kot und Urin und so weiter, den zerfetzten Betten, Matratzen, dass sie sehr lange alleine waren und auch nicht sauber gemacht wurde. Also das Haus muss nach, auf das Gutachten warten wir noch. Aber die ersten Einschätzungen heißen, dass es wirklich kernsaniert werden muss, weil wirklich alles in den Putz, in überall reingezogen ist. Also, Haben Sie denn jetzt angezeigt? Ja, natürlich. Das heißt, es gibt jetzt ein Gerichtsverfahren? Ja, das ist ja, wie mein Vorredner schon sagte, man muss sich natürlich da an gewisse Regeln halten. Wir haben ganz viele Beweise gesammelt, die an die Staatsanwaltschaft übergeben und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Und daraufhin wird dann ja erstmal ein Verfahren eröffnet, hoffe ich. Aber was ist jetzt mit den 70 Tieren? Wo sind die im Moment? Ja, also ein paar hat sie direkt übers Wochenende verscherbelt, verbracht. Ein paar hat sie mitgenommen. Also im Laufe dieser ganzen Zeit haben sich mehr und mehr Leute auch bei mir gemeldet. Das fand ich sehr, sehr schön und bin natürlich auch sehr dankbar. Habe erst gerade wieder eine Nachricht bekommen, dass ein weiterer Hund glücklich vermittelt worden ist. Das macht mich natürlich dann auch froh und glücklich. Ein paar Hunde sind noch bei ihr. Und die sind eigentlich bis nach Österreich hin überall irgendwie verbracht worden, weil ganz viele ihrer Freunde, die will mal ein bisschen Presse haben, super Presse, und möchte sie jetzt daraus klagen und die Hunde würden eingeschläfert werden. Also das waren immer die Aussagen von den Menschen, die ihr geholfen hatten, den Hof zu räumen. Dass alle dachten, sie tun was Gutes, weil ja der Amtswett die Tiere wegbringen würde. Und jetzt haben Sie gesagt, darüber hinaus will ich jetzt Tier-B-Schützerin werden und haben die Tier-B-Schützer-Initiative gegründet und dabei auch festgestellt, dass es eine ganze Menge ähnlicher Fälle gibt in der Bundesrepublik, die zum Teil in der Grauzone spielen. Also ich war vorher, hatte ich schon den Verein Beschützerinstinkte und da sind wir einfach für die Mensch-Hunde-Beziehung an sich, setzen wir uns ein, weil wir finden, das ist eine gute Kombination, die übrigens auch gesund macht, wenn man spazieren geht und so weiter. Vorher habe ich dran gedacht, Mensch, wenn man einen Hund hat, ist man auch nie alleine und geht oft draußen lang. Was ich aber jetzt innerhalb der Ermittlungen gemerkt habe, ist, dass sehr viele Fälle hier in Deutschland sind, wo Amtsveterinäre anscheinend nicht handeln oder teilweise auch nicht handeln können, weil der Tierschutz ja meist jetzt mittlerweile schon in privater Hand ist. Wer gibt denn schon, welche Gemeinde, welche Stadt gibt schon Geld in Tierheime, die ordnungsgemäß geführt sind? Die wissen gar nicht, wohin mit den Tieren, wenn denn mal eine Beschlagnahmung stattfinden soll. Dann wiederum wäre es sehr schön, wenn es gar nicht da bis dahin kommen würde, wenn nicht erst 100 Hunde sich ansammeln würden, sondern wenn da eine bessere Kontrolle wäre, fände ich, wenn zum Beispiel Behörden und Tierschützer zusammenarbeiten würden besser. Also wir haben davon gehört, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das Haus irgendwann wieder sauber wird. Ja. Sie werden sich bei der nächsten Kapitalanlage in Immobilien sicher etwas anders verhalten, ja, als in diesem Falle. Ja.